Wie er schon gesagt hat, in Luzern geboren, aufgewachsen. Ich arbeite mit WordPress seit dem 29. August 2018 um 14:33 Uhr. Warum ich das so genau weiss, meine erste Webseite habe ich damals erstellt und seit der Privacy Policy ist nie angepasst worden. Soweit ist das gut nachvollziehbar. Internetpublikationen mache ich seit 1983, damals noch unter X400 mit CompuServe. Webseiten erstelle ich seit 1995, damals hat es noch lediglich 5 Tags gegeben. Kein SEO, hat damals niemand interessiert. Nebenbei mache ich auch Access-Datenbanken, Excel, VBA, C-Sharp-Entwicklungen. Und zwischendrin WordCamps. Wie habe ich Navigation früher gemacht? Wie er schon gesagt hat, ziemlich mühsam aufwendig. Ich hatte ein Plugin, Raisable Content. Das waren Textbausteine, die auf jeder einzelnen Webseite eingebaut worden sind. Das war ziemlich mühsam, weil man die Textbausteine nicht dort bearbeiten konnte, wo sie verwendet worden sind, sondern man musste über das Menü suchen, anpassen und nachher zurück auf die Seite. Das ist jetzt in der neuen Version dann vermutlich auch irgendwie ein bisschen anders gelöst. Ich zeige euch ganz kurz, wie das damals ausgesehen hat. Ich bin auf einer beliebigen Webseite drauf, gehe im Bereich Pergola. Da sind die Textbausteine aufgebaut. Hinter jeder Seite war ein entsprechender Link. Es wird ein bisschen formatiert mit CSS. Und für eine andere Seite im Bereich Mauersteine genau das gleiche Thema. Textbaustein mit eingebauten Links. Jetzt ist aber der neue Navigationsblock dahergekommen. Ein grosser Schreck hat mir ein Mitarbeiter am Donnerstag verpasst, wo er gesagt hat, hey, das Navigationsblock ist aus dem WordPress Core rausgeflogen. Das gibt es nicht mehr. Und ich habe nachgeschaut, tatsächlich, in den Tech Notes ist gestanden, das ist auch am WP-Sofa kommuniziert worden, Navigationsblock gibt es nicht mehr. Donnerstagmorgen, das erste, was ich gemacht habe, Webseiten updated, 6.23, huff, Schweißperl abputz. Der Navigationsblock ist nach wie vor auch im 6.2, der am Donnerstag veröffentlicht worden ist, drin und er ist schöner als nie zuvor. Ich habe mir dann lange überlegt, ob ich jetzt meine Präsentation anpassen muss, weil die neuen Schönheiten, die es hat, sind gigantisch viel schöner als das, was ihr, jetzt muss ich ja schon fast sagen, auf meiner Schrottpräsentation seht. Wenn man einen Navigationsblock einrichtet, hat man ganz als allererstes Eigenschaften drauf. Man kann ihn anordnen, horizontal, vertikal. Man könnte sogar, was ich euch allerdings auf keinen Fall empfehlen, den Navigationsblock farblich anpassen. Ich sage euch später, warum ich das auf keinen Fall machen würde. Ich zeige euch, wie ich einen Navigationsblock einbaue. Ich wähle den Navigationsblock aus und WordPress macht als allererstes eine ganze Reihe von Seitenlinks, die er auf der Seite findet, als Links vom Navigationsblock. Das wollen wir selbstverständlich nicht. Man könnte zum Beispiel ein bestehendes Menü verwenden. Ich habe hier mal ursprünglich ein Social Media Menü gemacht. Ich könnte das verwenden. Das wollen wir aber eigentlich auch nicht. Vermutlich wollen wir viel lieber einen neuen, einen leeren Navigationsblock. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr ein weißes Plus über und könnt hier Pages hinzufügen. Die Pages, das kenne ich vermutlich aus den Hyperlink-Geschichten, sind immer angegeben mit einem Title-Tag. Wenn ich eine Seite auswähle, kommt diese Seite in meinen Navigationsblock. Achtung, jetzt ist Plus auf der rechten Seite. Man muss sich also ein bisschen konzentrieren. In der 6.2-Version vom Donnerstag ist das ein bisschen anders gelöst, da gibt es bessere Möglichkeiten. Ich wähle eine andere Seite aus, die kommt auch rein. Und ich wähle nochmal eine Seite aus. Der eingefügte Titel, den kann man selbstverständlich
bearbeiten, kann den verändern, ohne dass der Titel von der ursprünglichen Webseite verändert wird. Achtung, das blaue Plus ist ein Netzplus, das man braucht, um Navigation zu machen. Ich kann die Side-Links verschieben in der Reihenfolge, anders anordnen. Ich tue den Navigationsblock aktualisieren. Beachtet, was alles mit aktualisiert wird. Jetzt muss noch die Seiten aktualisiert werden. Das erkläre ich jetzt gerade nachher. Na, bist du fertig? Jawohl, bist du fertig. Der Navigationsblock ist ein neuer Post-Type. Der wird in der Datenbank gespeichert als Post-Type. Das ist auch der Grund, warum ich den Navigationsblock mehrfach speichern muss. Beachtet, dass wenn ihr einen Navigationsblock auf Basis von einem bestehenden Menü macht, das Menü wird mit dem Navigationsblock nicht aktualisiert. Wenn ihr also das Menü später bearbeiten könnt, ist euer Navigationsblock unverändert. Genauso umgekehrt, wenn ihr im Navigationsblock eine Änderung macht, wirkt sich das nicht auf das bestehende Menü aus. Ich persönlich würde euch hier empfehlen, dünn trennen. Entweder arbeitet ihr mit Menüs oder mit einem Navigationsblock. Ein Navigationsblock hat einen Namen. Den Namen kann man umbenennen. Von sich aus macht WordPress Navigation, Navigation 1, Navigation 2, Navigation 3. Das ist ungeschickt. Über Quick Edit würde ich dem Navigationsblock einen selbstsprechenden Namen geben, damit, wenn ihr mehrere Navigationsblöcke auf einer Webseite habt, dass ihr die auch voneinander unterscheiden könnt. Bestehende eingebaute Menüs, versehentlich eingebaute, könnt ihr aus dem Navigationsblock rauslöschen. Das hat dann nachher auch mit Performance-Gründen zu tun. Untermenüs im Navigationsblock. Möchte ich das nicht am Freitagabend nach dem Feierabendbier? Möchte ich es am Montagmorgen, wenn ihr noch fit und nüchtern seid? Ihr wählt den Navigationsblock aus, sagt, zu welchem Seitenlink ihr ein Untermenü wählt. Mit dem weißen Plus könnt ihr die entsprechende Seite hinzufügen. Auch da ist ganz heikel, das Plus, das Weisse müsst ihr verwenden und nicht das Blaue, wo nachher einen anderen Block auf eure Seite einfügt. Da ist zu sehen, das Blaue Plus, wo das Falsche wäre. Wenn ihr eine Seite daraus auswählt habt, weil ihr sie falsch eingebaut habt, dann haben wir in der Menüzeile oben einen Link entfernen, wo der wieder automatisch weggeht. Wichtig ist für die Orientierung, dass man weiss, was was ist. Das Blaue ist der Navigationsblock. Das hier ist ein Seitenlink. Das hier ist ein Untermenü. Der Hintergrund ist, jedes Element hat andere Eigenschaften, die man anders bearbeiten kann. Im WordPress 6.2 sieht das dann wesentlich interessanter aus. Hier sehen wir die Möglichkeit, die ich nicht verwenden würde, dass man Farben anpassen kann. Der Hintergrund, warum ich den Navigationsblock nicht formatieren würde, liegt daran, ein Navigationsblock tun wir auf mehreren Webseiten drauf.
Die Formatierung wird pro Webseite gespeichert, nicht im Navigationsblock. Wenn ihr also einen roten Hintergrund vom Navigationsblock machen wollt, müsst ihr das auf jeder Webseite machen, wo der Navigationsblock draufkommt. Ist fehleranfällig, widerspricht im Corporate Design vermutlich. Ich zeige euch nachher eine bessere Lösung. Das Umbenennen vom Navigationsblock haben wir bereits gesehen. Über Menü bearbeiten, Quick Edit. Es gibt Möglichkeiten, mehrere Navigationsblöcke für unterschiedliche Devices zu machen. Ihr könnt einen Navigationsblock für ein Mobildevice machen, ihr könnt einen Navigationsblock für ein PC-Device machen. Man könnte darüber streiten. Ich persönlich würde es nicht machen, weil wenn ein Besucher über das Mobiltelefon auf eure Webseite geht und eine Seitenstruktur sieht und nachher geht er zuhause mit dem PC auf eure Webseite und hat eine ganz andere Struktur, dann habe ich persönlich das Gefühl, das verwirrt den Besucher eher, als dass es nützt. Aber die Möglichkeit ist gegeben, vielleicht gibt es andere Gründe, die dafür sprechen. Den Navigationsblock formatieren. Ich würde ihn mit CSS formatieren. Auch wenn es einen Haufen Menschen gibt in der WordPress-Welt, die sagen, CSS, das wollte ich nicht lernen. Gut, lerne ich es nicht, komme zu mir, ich zeige es euch. Unter mw9.ch/navi habt ihr den Code als Quelltext zur Verfügung, könnt ihr verwenden. Ich zeige euch, wie man ihn einbauen. Noch rasch warten, bis das Foto gemacht ist, jawohl. Jetzt im Moment ist der Navigationsblock noch ziemlich spartanisch, ziemlich blank. Ich gehe ins Customizer, zusätzliches CSS, bewege mich an eine beliebige Stelle her und tue den CSS-Code, den ich noch in der Zwischenablage habe, einfügen. Et voilà, mein Navigationsblock ist formatiert. Ich habe ihn extra ein bisschen farblich abgesetzt, damit ich ihn von den anderen unterscheiden kann, damit man sieht, das Teil funktioniert, egal auf welcher Seite des Navigationsblocker drauf ist. Das ist noch der alte, mit der alten Technologie. Das war meine Ausführung zum Thema Navigationsblock. Habt ihr Fragen? Ich bin sonst den ganzen Tag im Haus. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Oder wenn ihr nachträglich Fragen habt, gerne auch über mw9.ch/fragen. Fragen, bis die Antwort kommt. Fliege ins Mikrofon. Hallo? Wow. Gibt es schon Möglichkeiten, die eingebaut sind im WordPress für so hübsche Animationen von der Navigation? Im Moment ist es ja so, dass es häufig, wenn man es klickt, dann tut es einfach alles zudecken und es macht relativ so paff. Gibt es da schon irgendetwas oder muss man da irgend selber basteln? Ist mir im Moment so direkt nicht bekannt. Ich würde jetzt die Frage über das CSS versuchen zu lösen. Also, wie meinst du, dass das Menü langsamer aufgeht? Dass, oder? Dass es irgendwie reinrutscht oder gross wird oder von Durchsichtig irgendwie sich einblendet, alles so die hübschen Sachen. Ist mir nicht bekannt. Okay. Also, darf ich auf die Frage zurückkommen? Natürlich, klar. Es gibt durchaus Möglichkeiten, das zu machen, und zwar vor allem in Form von Plugins, die dann nichts anderes machen. Allerdings ist es eine Frage von Performance meistens, weil die Plugins können genau wie ein Elementor zum Beispiel alles. Und du brauchst halt nur 1% davon. Und wenn man eine Seite hat, die super klein ist, das ist egal, go for it. Aber wenn eine Seite schon gross ist und musst Performance optimieren, dann ist es natürlich sehr, sehr gefährlich. Um das entsprechend zu brauchen, genau im Page-Builder auch. Das ist genau das gleiche Prinzip. Den Würfel hinterher rühren.
Merci vielmals. Ich habe noch eine Frage, und zwar gibt es da irgendwie eine intelligente Lösung oder vielleicht kennt jemand anders auch hier im Raum eine Lösung, wo man vernünftig Sprungmarken in Page in einem Menü definieren kann, weil ich habe das gemacht und das war eher ein Krampf über ja, händische Wege und Inline-Links und dann über einen eigenen Div-Container das so zu designen, dass es dann am Ende funktioniert. Es funktioniert jetzt, aber es war ein bisschen frickelig, also quasi Sprungmarken in Page, um quasi ein In-Page-Menü zu realisieren. Ja, also idealerweise so auch noch, dass das oben angepinnt, also quasi schwebend ist. Also gibt es da eine Lösung für über diesen Block-Editor vielleicht oder über so einen Menü-Block, oder Navigationsblock oder wie das Ding heißt? Das wäre meine Frage. Habe ich im Moment nicht ganz verstanden. Ich würde sagen, tun wir mal rasch bilateral miteinander bei einem Kaffee zusammen darüber diskutieren, damit ich deine Frage richtig verstehe. Ich habe das Gefühl, es geht in... Also Sprungmarken innerhalb der Seite? Also dass man beispielsweise von zu allen Headlines hüpfen kann, richtig. Im Content. Verstehe ich das richtig? Okay. Also ich habe das bisher immer faul mit JavaScript gemacht. So. Auch manuell ja. Ja, genau. Ja, irgendwie Table of Contents Plugin oder irgendwas. Aber für den Blog selber habe ich noch nichts gesehen. Nee. Aber wäre vielleicht mal was. Ich habe das Thema Sprungmarke habe ich irgendwann gelöst. Aber ich wüsste jetzt nicht gerade wohl nachlesen. Aber lass uns austauschen. Ich suche das raus, wo ich das gemacht habe mit der Sprungmarke. Weitere Fragen? Gut, dann herzlichen Dank, Markus.